Hallo liebe Focus Online User, wir sind Sebastian und Nadja und gemeinsam sind wir Open Gym Munich. Yes, normalerweise geben wir Outdoor Workouts in der Stadt. Uns findet ihr in Parks in ganz München mit ganz vielen Menschen, die mit uns funktionelles Training machen, aber aus gegebenem Anlass findet ihr uns heute in unserem Wohnzimmer wieder. Yes, und wahrscheinlich auch die nächsten Wochen. Und aller Voraussicht nach geht es euch nicht anders, ihr seid im Moment zu Hause und keiner kann so wirklich Sport machen, weil er keinen Gym hat. Aber wir haben da ein bisschen Abhilfe für euch und möchten gern gemeinsam mit euch eine Runde Workout machen. Ihr braucht gar nichts dazu, was zu trinken, wenn ihr wollt, eine Matte, wie wir aufgebaut haben, aber ein Teppich reicht auch vollkommen aus. Oder ihr macht es in eurer Küche, vollkommen egal. Das Einzige ist, es geht uns nur darum, dass wir uns gemeinsam bewegen, dass wir ein bisschen lachen, Spaß haben und für 20 bis 30 Minuten einfach mal die Welt da draußen vergessen und was für uns und unsere Gesundheit tun. Genau, unser Immunsystem stärken und deshalb machen wir mit euch jetzt folgendes Workout. Und zwar, wir haben uns 5 Übungen mit euch überlegt, die wir gerne hintereinander wegmachen möchten. 40 Sekunden ist die Übung, 20 Sekunden lang kriegt ihr Pause und wir werden euch jetzt da einmal durchlaufen. Und am Schluss gibt es einen Booty-Finisher. So ist es. Genau. Okay, Leute. Wir zeigen euch einmal die Übungen, jede einzelne Übung, wie die aufgebaut ist. Dann machen wir mit euch ein Warm-up zusammen, machen das Workout, machen ein bisschen Booty, Cooldown und dann seid ihr auch schon fertig. Deshalb, yeah, let's go. Also, einmal auf die Matte, Leute. Ihr braucht auch gar nicht mehr Platz, außer die Mattenbreite. Das war es eigentlich auch schon. Die erste Übung, die wir mit euch machen, ist ein Squat to Lunge. Das sieht folgendermaßen aus. Ein Squat ist quasi eine Kniebeuge und aus der Position geht ihr in einen Lunge, geht ein Squat, geht in einen Lunge, geht in einen Squat. Yes, das ist die erste Übung. Easy peasy. Die zweite Übung, Lieblingsübung, weil da könnt ihr euch einfach hinlegen. Und zwar, ihr legt euch einmal auf den Boden ab, ihr streckt die Beine und die Arme ganz weit von euch weg. Jetzt ist wichtig, die gesamte hintere Muskulatur im gesamten Körper wird angesprochen, das heißt Beine, Po, Rücken, Schultern. Und ihr geht hier hoch, haltet ganz kurz und legt euch wieder ab, lasst alles los. Nach oben gehen, alles anspannen und alles loslassen. Guckt, dass ihr den Kopf nicht in den Nacken schmeißt, sondern wirklich den Blick Richtung Boden gerichtet habt. Easy peasy! Yes! Dritte Übung ist eine Push-Übung. Wir machen einen Eccentric Push-Up oder Liegestütz, wie man das sonst früher bezeichnet hat. Also, ihr geht einfach in Position hier in eine Plank und aus der Position jetzt Popo fest, Bauch fest, lasst ihr euch 3 Sekunden Zeit, wenn ihr runtergeht. Also 21, 22, 23 und kommt wieder nach oben, explosiv. Wem das zu schwer ist im normalen Push-Up, der darf das gerne auf Knien machen. 21, 22, 23. Oder wenn ihr die Bewegung könnt, euch langsam runterlassen und jetzt über die Knie wie so eine Banane wieder nach oben drücken. Das sind die 3 Alternativen, die ihr habt, um es euch selber ein bisschen schwieriger und ein bisschen leichter zu machen. Dann die nächste Übung ist ein bisschen kardiolastiger. Da springen wir ein bisschen von einer Seite zur anderen. Wer Probleme mit den Knien hat, kein Problem, ihr könnt es auch einfach gelaufen machen. Wenn ihr das langsam und gelaufen macht, ist es folgendes. Ihr kommt hier runter, kommt zurück zur Mitte. Geht hier rüber und macht das schnell. Wenn ihr keine Probleme mit den Knien habt und springen könnt, dann sieht es ein bisschen dynamisch aus. Dann macht ihr folgendes. In der Mitte hoch, hier zur Seite, Mitte hoch. Und schaut, dass ihr immer schräg gegenüber greift. Also die rechte Hand in diesem Fall zum linken Fuß und umgekehrt. Genau. Ja. Letzte Übung wird was für den Bauch werden. Wir machen einen sogenannten Hollow Body. Wie das funktioniert, ihr legt euch einfach auf eure Matte. Ihr dürft euch wieder total entspannen. Auf die Matte legen. Knie ungefähr 90 Grad oder ein bisschen mehr. Schulterblätter lösen sich vom Boden. Eure Hände eigentlich neben euren Oberschenkeln. Und jetzt ganz wichtig, den Bauch einfach zur Wirbelsäule ziehen. Die ganze Zeit ziehen, 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 anziehen. Alles festmachen. Wichtig dabei ist, dass es kein Crunch ist. Also ihr habt wirklich nur die Schulterblätter vom Boden gelöst und der restliche Rücken drückt in den Boden. Also vor allem der untere Rücken, der bleibt richtig im Boden drin. Genau, also ihr habt hier immer Kontakt mit dem Boden, mit der Kontaktfläche eurer Matte. Wem das hier zu leicht ist, der darf die Hände gerne über Kopf nehmen. Wichtig ist auch hier, wenn ihr die Hände über Kopf nehmt, immer Kontakt mit der Matte, mit dem unteren Rücken. Genau, das ist es auch schon. Und damit können wir starten. Beziehungsweise mit euch erstmal das Warm-up machen. Genau. Eine ganz wichtige Sache beim Workout, ihr macht das Workout zu eurem Workout. Also, wenn ihr eine kurze Pause braucht, macht ihr eine Pause. Wenn ihr zwischendrin was trinken wollt, trinkt ihr was. Macht es zu eurem Workout und macht es so, dass sich das für euch gut anfühlt. Wir wollen nie irgendwelche Schmerzen in Gelenken oder in irgendwelcher Muskulatur. Ein Brennen in den Muskeln kann sein und das wollen wir auch. Maybe. Aber alles andere
Stechen, kein Schmerz. Wir wollen hier Spaß haben, wir wollen uns miteinander bewegen. Und deshalb macht Sebastian jetzt das Warm-up. Ich mache mit euch das Warm-up. Um mit dem Warm-up zu starten, Leute, ihr geht so ein bisschen schulterbreit, bisschen breiter als schulterbreit auf die Matte. Stellt euch auf und geht jetzt hier in die Hocke. Wenn ihr das jetzt könnt, eure Ellbogen gegen eure Knie drücken und hier so leicht durch die Leisten durchbewegen, von links nach rechts, von rechts nach links. Achtet darauf, dass eure Füße Kontakt mit der Matte haben und ein bisschen hin und her schaukeln. Jetzt nehmt ihr mal die rechte Hand, macht die los und schaut hoch zur Decke. Macht euch wieder klein. Bei mir knackt es da mal ein bisschen ehrlicherweise. Wichtig dabei ist, dass ihr euer Knie hier wirklich immer nach außen gedreht lasst und euch hier aus der Brustwirbelsäule richtig aufdreht. Genau. Super. Genau. Nach dreimal wechseln wir die Hand. Also ihr bleibt tief sitzen, dürft euch hier nochmal durchbewegen. Und das ganze linke Hand zeigt nach oben zur Decke. Auch hier wieder. Drückt mit der Schulter das andere Knie nach außen. Dass ihr wollt hier richtig eine Dehnung in der Leiste spüren und in der Hüfte. Und dann hier aus der Brustwirbelsäule aufdrehen. Wunderbar, sehr schön. Wunderbar. Dreimal, ihr dürft wieder hochkommen. Findet euch mal am Ende eurer Matte ein oder am Ende eures Teppichs, je nachdem, was ihr zur Verfügung habt. Greift mal nach unten zu euren Zehenspitzen. Das schaffen nicht alle. Manche schaffen es bis hier, die anderen schaffen es bis ganz runter. Und aus der Position lauft ihr mit den Händen nach vorne. Macht euch jetzt richtig fest, eine sogenannte Plank. Popo ganz fest, Bauch ganz fest anziehen und schiebt euch aus euren Schultern raus, kurz halten und wieder zurückkrabbeln. Nach oben kommen, Po fest. Das machen wir nochmal. Alles festmachen, rausschieben aus den Schultern. Zurückkommen, nach oben, ein drittes Mal. Tack, tack, tack. Rausschieben, alles fest, Popo fest, Bauch fest und zurückgelaufen. Ha, wunderbar. Und auch noch die ganze Bewegung ein bisschen einzuleiten. Wir machen jetzt noch 5 Squats. Dafür wieder ein bisschen schulterbreit. Kommt runter. Zack. Hoch. Und ganz wichtig, wenn ihr hochkommt, schaut mal auf euren Popo. Ihr seid hier unten, kommt hoch und spannt mal euren Popo maximal an. Also ihr macht diese Kippbewegung mit der Hüfte. 3, 4, 5. Wunderbar, Leute. Dann sind wir startklar fürs Workout. Wie gesagt, 40 Sekunden, 20 Sekunden Pause. Wir wechseln uns zwischen den Übungen ab und ihr dürft ein bisschen verschnaufen. Also ich mache die Zeit für euch. Sebastian geht in Position. Erste Übung, Squat to Lunge, okay? Jawohl. Es geht los in 3, 2, 1, let's go! Squat, Lunge. Super. Squat, Lunge. Wenn ihr nach hinten geht, schaut, dass ihr euch stabilisiert, indem ihr euren Bauchnabel zur Wirbelsäule drückt. Ihr zieht hier, ihr macht euch in der Mitte komplett kompakt, damit ihr euch hier stabilisiert, eure Hüfte ist stabil, genau. Ihr drückt euch immer von der vorderen Ferse wieder nach oben. Ihr könnt es in eurem eigenen Tempo machen. Macht es so schnell oder so langsam, wie es für euch in Ordnung ist. Wichtig ist, dass ihr im Oberkörper aufgerichtet seid, dass ihr könnt lange Schritte nach hinten machen, wenn ihr wollt. Ihr könnt die ein bisschen kürzer machen. Macht das zu eurem Workout. Wichtig ist, der Popo geht richtig, richtig tief im Squat. Ihr habt noch 5 Sekunden Zeit, dann seid ihr fertig mit der ersten Übung. Super, sehr gut. 2, 1 und Pause. Boah. Wunderbar, so schnell macht danke. Die erste Runde ist immer die schlimmste, weil da ist der Körper noch nicht so ganz warm und das ist, da fühlt sich alles noch so ein bisschen ungewohnt an. Aber ihr kommt rein. Kommt. Leute, ihr habt 10 Sekunden Zeit noch. Also, ihr könnt die Zeit nutzen, um euch schon mal auf den Boden zu legen. 5. Wichtig ist jetzt, wie gesagt, Popo an, alles an. Let's go. Und hoch. Und ablegen. Wenn ihr hochkommt, zieht euren Bauchnabel richtig zur Wirbelsäule, um euren unteren Rücken zu schonen. Wir wollen das ganze Korsett um euer Core herum und eure Bauchmuskulatur, untere Rückenmuskulatur anschmeißen. Leute, achtet drauf. Der Popo ist richtig fest, wenn ihr nach oben geht. Der ist maximal angespannt. Wir wollen den unteren Rücken ja schonen. Dafür machen wir den Popo ganz fest an. Und achtet hier auf eure Schulterblätter. Die ziehen sich auch ein bisschen zusammen. Alles löst sich. Ziel ist eigentlich, dass sich die Oberschenkel auch knapp vom Boden lösen. Wenn ihr so weit kommt, perfekt. Schaut, dass ihr die Beine wirklich gestreckt lasst. 3, 2, 1. Bam. Pause, Leute. Super. 20 Sekunden Pause. Ihr könnt immer zwischendrin was trinken. Kurz durchatmen. Schaut mal, dass ihr vor allem ausatmet und die alte und verbrauchte Luft alles richtig auf den Körper rausbekommt. Raus. So, in 6 Sekunden geht's weiter. 6 Sekunden Push-Up. Push-Up-Position. 3, 2, 1. Und jetzt 3 Zählzeichen. Nach unten, kurz ablegen, nach oben drücken. Wichtig ist hier, dass ihr hier nie in Hohlkreuz fallt. Ja? Also ihr wollt hier den Bauch die ganze Zeit aktiv halten. Der Bauch, das hier ist kein Push-Up, Leute. Genau. Der Bauch pusht sozusagen euch nach oben.
Ihr macht hier richtig fest, der Po ist richtig fest, der Bauch ist fest. Dann guckt außerdem, dass eure Schultern sich nicht nach vorne runden, sondern dass ihr das Gefühl habt, ihr zieht eure Schulterblätter in eure Hosentaschen nach hinten runter. Atmen nicht vergessen, langsam. Wenn es zu schwer wird, nimmt eure Knie vollkommen in Ordnung. Schaut, dass ihr euren Kopf nicht hängen lasst, aber auch nicht überstreckt. Also euer Kopf, eure Halswirbelsäule sind verlängert. 3, 2, 1, geschafft. Fertig, super. Sehr gut. Sehr schön. So, jetzt gibt es gleich ein bisschen mehr Action, weil wir ein bisschen Cardio machen. Damit wir die Pumpe auch was tun. Ihr wisst ja, wenn man nur drin ist, macht man für die Pumpe kaum mehr was. Jetzt tun wir ein bisschen was fürs Kardiosystem. Also, in 5 Sekunden geht's los. Ihr dürft mit Nadja einmal durchhüpfen. 3, 2, 1 und let's go. Genau, achtet drauf. Denkt immer dran. Rechte Hand zum linken Fuß, linke Hand zum rechten Fuß. Und ganz wichtig ist, bringt euren Popo nach unten. Also ihr wollt hier keinen runden Rücken machen beim Bücken, sondern wirklich in die Knie gehen und runterkommen. Das ist das Entscheidende bei der Übung. Schaut, dass ihr in der Mitte richtig hoch springt, wenn ihr springen könnt. Ansonsten, wie gesagt, einfach nur laufen. Es ist vollkommen okay. Wer Knieprobleme hat, schont eure Knie hier. Ich weiß, es geht auf die Pumpe. 10 Sekunden habt ihr noch heute gleich geschafft. 5, 3, 2, 1. Verschnaufen. Klasse, Leute. Super, jetzt noch die letzte Übung. Hollow Body, Bauchmuskelübung. Damit, wenn wir alle wieder rausgehen dürfen, und es ist vielleicht Sommer, dass alle hier mit einem schönen Bauch, einem schönen Sixpack in Sommer starten dürfen. 5 Sekunden, 3, 2, 1. Schulterblätter lösen sich, Füße ungefähr 90 Grad. Das Wichtige ist jetzt, dass hier keine Hand runterpasst. Ja? Also in der untere Teil vom Rücken, der ist komplett in den Boden gedrückt, sodass hier nichts mehr rein kann. Ihr könnt es selber mal probieren, indem ihr eure Hand versucht hier reinzuschieben. Die darf da nicht reinkommen. Yes. Wenn euch das zu anstrengend ist, könnt ihr einfach die Füße aufstellen und nur an diesem Drücken in den Boden arbeiten und den Bauchnabel zur Wirbelsäule ziehen. Bauch reinziehen, Bauch reinziehen, Bauch reinziehen. Ganz aktiv den Bauch wie so ein Vakuum zur Wirbelsäule nach unten ziehen. Und mit jeder Ausatmung macht ihr den Bauch ein bisschen fester. Wenn euch das zu leicht ist, wie Sebastian gerade macht, die Arme einfach hinter den Kopf. Und dann ist der Druck hier noch Pause. Pause, schon geschafft. Geil, erste Runde vorbei, Leute. Super, sehr gut. Nur noch 2 Runden ist ja gar nichts, oder? Das schafft ihr alle. Sau gut. 10 Sekunden haben wir noch, dann fangen wir wieder an mit Squat to Lunge. Also denkt dran, Squat, 3, 2, 1, hier tief runterkommen, nach hinten steigen, hochkommen, Squat, nach hinten steigen. Wenn ihr wollt, könnt ihr selber ein bisschen damit spielen. Je weiter ihr nach hinten geht, desto mehr wird der Po angesprochen. Und je enger ihr den Schritt macht, desto mehr geht es in den vorderen Oberschenkel. Spielt da so ein bisschen mit, versucht auch mal ein bisschen, wie eure Range überhaupt ist. Also wie offen ist eure Hüfte, könnt ihr überhaupt so weit nach hinten gehen. Wichtig dabei ist, euer Zentrum hier, euer Core ist immer fest. Ihr stabilisiert euch durch einen festen Bauch, durch einen festen Po, wenn ihr hochkommt. Ihr drückt euch aus der vorderen Ferse nach oben. Ihr habt nur noch 10 Sekunden, gleich vorbei. Super, sehr gut. Atmen nicht vergessen, sehr gut. 3, 2, 1, fertig. Yes! Super, Leute. Jetzt nochmal hinlegen. Jetzt dürft ihr euch schon wieder auf den Bauch legen. Ist doch klasse, oder? Denkt auch hier wieder dran. Ihr zieht hier die Schultern richtig zusammen. Also ihr wollt hier einen Bleistift zwischen die Schulterblätter stecken können. Und der bleibt da hängen, wenn ihr oben seid. 3, 2, 1 und let's go. Genau, denkt wieder an euren Popo. Macht ihn ganz fest. Spannt erst den Po an und dann geht in diese Position. Nach oben kommt. Füße vom Boden, Hände vom Boden. Haltet oben mal ganz kurz an und merkt, dass es für einen Unterschied macht, wenn ihr da wirklich nochmal nachzieht und nachspannt. Alles fest, super. Also wenn ihr die Kraft habt, dann haltet oben kurz und eine Sekunde, 2 Sekunden innehalten. Das ist super. Klasse. Leute, es sind noch 10 Sekunden ab jetzt. Denkt alle nochmal dran, eure Schultern. Ich habe es gerade selber bei mir gemerkt, die Schulterblätter richtig zusammenzuziehen. Das vergisst man zwischendrin ab und zu. 2, 1, bam, geschafft. Super. Push-ups, it's next. Okay, also auch wieder Push-ups, gleiches Spiel wie vorher. Auf der Matte Platz nehmen. In 5 Sekunden geht's los. 4, bringt euch in Position. 3, 2, startet oben in der Plank. 1, und go. Und 21, 22, 23, explosiv nach oben, Popo fest. Der Po ist fest, die Beine sind angestrengt. Ihr könnt die Oberschenkel wirklich nochmal nachziehen und anspannen.
Denkt mal an die Muskulatur, die ihr gerade trainiert. Denkt an eure Arme. Schaut, wie eure Schulterblätter hinten nach unten drücken. Auf gar keinen Fall die Schulter nach vorne rund machen. Der Bauch ist richtig fest. Super. Achtet darauf, dass eure Hände direkt unter euren Schultern sind. Also nicht hier vorne, nicht hier hinten, sondern wirklich unterhalb der Schultern. Und in die Bewegung geht ihr rein. Wir bringen über die Banane hoch. Zieh einmal den Bauch nach für 3 Sekunden. 1. Geschafft. Super. Sehr gut. Sehr gut, Leute. Cardio-Teil. Oh, der Schlimmste. Merkt ihr schon ein bisschen was? So schlimm ist gar nicht. Ein bisschen zwischendrin tanzen hilft immer. Ihr könnt euch im Hintergrund eure Playlist anmachen, eure Lieblingsmusik, eure Playlist. Wir haben die extra auch so ein bisschen ruhig gemacht hier, damit ihr eure eigenen. 3, 2, 1. Go. Bam. Klasse. Versucht zu springen, wenn ihr es könnt. Und richtig den gegenüberliegenden Fuß erwischen. Ihr wollt wirklich runterreichen und in die Knie gehen, Leute. Nicht einfach Beine gerade halten und einfach nur runtergehen, sondern wirklich in die Knie. Popo geht nach unten. 20 Sekunden Halbzeit habt ihr schon. Super. Klasse, Leute. Atmen nicht vergessen. Komm, zieh durch. Schlechte Luft. Rauspusten. Jetzt langsam fängt mal eins anzubrennen bei mir auch. Aber wir haben 10 Sekunden noch. Komm, 10 noch. Das schaffen wir locker. Wenn ihr aufgehört habt, kommt jetzt nochmal mit für die letzten 5 Sekunden. 3, 2, 1, Verschnaufpause, Leute. Yes. Oh, das merkt man richtig. Brennt richtig. Man muss dazu sagen, wir haben die letzten Tage vielleicht auch ein bisschen Sport gemacht. Das merkt man dann irgendwann. Aber genau das ist ja das, was wir wollen. So. Super. Hollow Body, eure Bauchmuskeln sind wieder gefragt. Also 5 Sekunden. Bringt euch in Position. Füße nach oben und jetzt Schulterblätter vom Boden weg. Nur die Schulterblätter. Denkt an euren Unterdrücken. Der hat immer Kontakt mit der Matte. Euer Bauch zieht nach innen. Also kein hochsteigender Bauch, sondern wirklich aktiv nach innen ziehen zur Wirbelsäule. Ihr habt das Gefühl, mit jeder Ausatmung macht ihr den Bauch ganz flach. Also wirklich so. Stellt euch vor, jemand drückt auf euren Bauch, wie ihr das gerade bei mir gemacht habt. Falls ihr einen Partner oder eine Partnerin habt, die aus irgendwelchen Gründen gerade nicht mit euch den Sport machen, sagt ihnen, drückt mir auf den Bauch. 8 Sekunden, jetzt mal gucken, ob hier kein Fall. Genau, super, sehr schön. Und einmal ganz lang machen für die letzten 3 Sekunden. Bauchnabel zieht zur Wirbelsäule, super. Hier kann nichts dazwischen. Yes. Pause. Sehr gut. Klasse, Leute, zweite Runde um. Haben wir schon geschafft? Wow, eine Runde haben wir noch. Eine Runde noch. Und dann vielleicht einen kleinen Booty-Finisher. Ist gleich vorbei, Leute. 10 Sekunden noch. Squat to Lunge. Ein letztes Mal. Das ist super. 5 Sekunden. Richtig. 3, 2, 1. Ein Squat und Squat. Super. Danach Hände Lunge. Sehr gut. Squat, Lunge. Bei dem Squat ist wichtig, geht so tief runter, ohne dass euer Popo anfängt, so eine Windbewegung zu machen. Also ihr wollt nicht mit dem Popo abknippen. Wichtig auch, wenn ihr in den Lunge geht, dass ihr das vordere Knie über der zweiten Zehe lasst. Also dass nicht das hier passiert, dass das Knie nach innen oder außen abhaut. Schaut, dass ihr hier wirklich euch stabilisiert, drückt euch aus der vorderen Ferse nach oben. Bauchnabel zu Wirbelsäule, atmen nicht vergessen. Noch 10 Sekunden, komm, keiner hört auf. 10 Sekunden, selbst wenn ihr auch gehört habt. Aber letzte Runde hier lang. Für die letzten 5 Sekunden, komm, einen Squat noch, einen Lunge noch. 3, 2, 1. Pause. Bam, super. Klasse. Sehr gut. Superman, das letzte Mal. Also nochmal ablegen hier. Denkt nochmal an alles, was wir vorhin gesagt haben. Ihr zieht wirklich die Schulterblätter zusammen. Ihr wollt dann einen Bleistift einklemmen können. Ihr macht den Po richtig fest, während ihr die ganze Zeit den Bauchnabel zur Wirbelsäule zieht. Let's go. Super. Richtig hoch, wichtig, der Kopf kommt nicht im Nacken, der Blick bleibt. Entspannt nach oben. Mit eurem Nacken, genau. Nicht nach oben kommen im Nacken. Schaut immer die Matte an, schaut euren Teppich an. Was auch immer ihr daheim habt, auf was ihr gerade schaut, auf was ihr gerade trainiert. Da geht der Blick hin. Und ihr wollt es in der gesamten hinteren Kette merken. Ihr wollt es im Po merken, ihr merkt es in den Waden. Ihr merkt es im unteren Rücken, im oberen Rücken, in den Schultern. Ihr wollt es wirklich überall in der hinteren Muskulatur merken. Wir gleichen dieses ganze Sitzen nur nach vorne gebeugt hier aus. 5 Sekunden noch. Alle, die im Moment auf schlechten Bürostühlen sitzen oder nicht mal auf Bürostühlen sitzen, ihr wisst, was ich meine. Pause! Wunderbar. Sehr schön. Ah, Push-Ups nochmal. Eccentric Push-Ups. Jawohl, das gleiche Prinzip nochmal. Also, wir kommen hier in Position. Wenn ihr jetzt in der letzten Runde auf den Knien starten wollt, vollkommen in Ordnung. Wenn ihr euch über die Banane hochdrücken wollt, ich zeige euch das gleich nochmal. Sehr gerne. 3, 2, 1 und 21, 22, 23. Über die Banane, also über die Knie hoch, nach oben drücken, vollkommen fein.
Setzt euch ein Ziel in eurem eigenen Kopf, dass ihr euch steckt. Sind es 3 Push-Ups? Sind es 10 Push-Ups? Sind es 12? Macht das Workout zu eurem Workout. Setzt euch ein Ziel und arbeitet an das Ziel ran. Wenn es nur 3 Push-Ups sind, vollkommen okay. Aber macht die sauber. Bauchnabel zur Wirbelsäule. Der Po ist fest, die Beine sind fest. Ihr drückt euch hier richtig raus. Schaut, dass die Schultern nicht nach vorne einrollen. Alles ist, was wir vorhin gesagt haben. Noch 10 Sekunden. Achtet drauf, eure Hände unter den Schultern. Nochmal alles zusammenbeißen. 5 Sekunden, Leute, komm. Das schafft jeder noch durch. 3, 2, 1. Super. Yes. Sehr gut. Noch einmal Cardio. Einmal Cardio. Ihr habt 15 Sekunden noch Zeit. Holt euch kurz aus, verschnauft, Arme ausschütteln, locker bleiben. Genau, und dann dürft ihr mit Nadia ein Cardio starten. 5 Sekunden noch. Das ist das letzte Mal Cardio. 3, 2, 1. Let's go. Let's go, Cardio, Leute. Komm, lass uns hier nochmal richtig ausbrennen. Alle Energie, die wir haben, weil wir den ganzen Tag zu Hause sind und nicht so viel raus können. Alle Energie, lass uns die hier reinbringen. Richtig springen, Leute. Lasst uns hier richtig einmal wirklich schwitzen. Fordert euch heraus, hört nicht auf. Po geht tief. Denkt dran, ihr wollt was für euer Kardiosystem tun. Wir machen hier was fürs Immunsystem für euch. Ihr könnt ja das Fenster aufmachen, wenn ihr frische Luft braucht. Hauptsache, wir bewegen uns hier ein bisschen. 10 Sekunden noch. 10 Sekunden, gleich geschafft. Denkt dran, linke Hand, rechter Fuß, rechte Hand, linker Fuß. Tief runter, Popo nach unten. 2, 1. Ja. Geschafft. Sehr gut, Leute. Super. Letzte Übung. Sehr gut. So. Letzte Übung nochmal Hollow Body. Also nochmal Bauchmuskeln an. 5 Sekunden. Okay, 3, 2, 1. Füße hoch, Schulterblätter vom Boden weg und denkt wieder an euren Bauch. Denkt an dieses Korsett hier, ja? Als würdet ihr hier so ein Korsett. Fest. Als würdet ihr hier so einen Reißverschluss zumachen. Alles zumachen. Bauch richtig fest. Hier kann ich meine Finger nicht unter meinen Rücken tun. Er ist ganz fest, er drückt sich richtig rein in die Matte. Und mein Bauch tut sein Übriges und zieht hier zur Wirbelsäule. Wir sind in der Mitte, so eng wie wir können. Atmen nicht vergessen, super. Vielleicht noch 13 Sekunden, super. Hände in den Kopf, wer das möchte. Fordert euch nochmal hier raus. Wenn es geht, einmal ganz lang. Oh, das ist mies. 3, 2, 1, yes. Ja. Super, geschafft. Klasse, Leute. Workout vorbei. Erstmal, das erste Workout ist fast rum. Es gibt nur noch einen kleinen Finisher für euch. Sprich, wir machen noch ein bisschen was für eure Popos. Weil wenn wir den ganzen Tag im Moment nur rumsitzen oder heim sind, nur an unseren selbst gebastelten Schreibtischen im Moment sitzen, auf nicht besonders ergonomischen Stühlen, hilft es uns, wenn unser Popo aktiv ist, unser Popo an ist, schützt auch davor, dass wir Rückenschmerzen bekommen, gerade im Unterdrücken, das kennen bestimmt viele von euch. Also deshalb macht jetzt Nadja mit euch noch eine Runde Booty Finisher Session. Trink kurz einen Schluck, einmal kurz durchatmen. Ah ja, danke. Also, folgendes. Wir legen uns auf die Matte. Ich zeige euch einmal die Übungen. Wir rennen erst die eine Seite aus und dann gehen wir zur anderen. Ja? Also wir legen uns hier hin. Wir greifen mit der rechten Hand und der linken Knie, also wir greifen das gegenüberliegende Knie. Das andere Bein ist richtig fest aufgestellt in der Matte. Ihr könnt die Hand hinter den Rücken nehmen, hinter den Kopf nehmen. Und dann drückt ihr euch hier in eine Brücke hoch und kommt nach unten. Das Wichtige ist, dass ihr hier nicht in ein Hohlkreuz hochdrückt, sondern das Gefühl habt, ihr drückt euer Schambein Richtung Himmel und macht euch fast so ein bisschen rund im Rücken, ja? Um den Popo richtig zu isolieren. Dann haben wir jetzt das rechte Bein trainiert. Dann die zweite Übung ist folgende. Wir gehen immer noch, sind am rechten Bein, legen uns auf die Seite, drücken uns aus der Schulter raus. Das obere Bein ist gestreckt. Und wir gehen hoch und runter, hoch und runter. Easy peasy. Nächste Übung ist, einmal auf die Unterarme, in so einen Unterarmstütz. Jetzt ist ganz wichtig, dass wir nicht diesen Instagram-Popo machen, den wir häufig sehen, sondern wir wollen das anatomisch korrekt machen. Das heißt, ihr wollt hier zumachen. Die Rippen sind zu, der Bauchnabel geht zur Wirbelsäule. Und das Einzige, was sich bewegt, ist das Bein. Ja? Also das hier ist keine Übung. Ja? Sieht zwar nach Instagram aus, ist es aber nicht, Leute. Genau, also ihr wollt hier wirklich oben fest sein. Ihr wollt nur den Po isolieren. Und vielleicht geht es gar nicht so weit, weil eure Hüftstreckung nicht so weit geht nach hinten. Macht es zu eurer Übung. Wir brennen jetzt einmal richtig den Popo aus. Der Sebastian macht uns noch die Musik an. Jawohl, und ihr wechselt danach das Bein. Also ihr macht erst die komplette rechte Seite und dann macht ihr die komplette linke Seite. Und dann habt ihr es wirklich geschafft. Alles vorbei, dann kommt nur noch ein Cooldown und wir sind fertig. Also, die schlechte Nachricht, wir machen 30 Wiederholungen pro Übung. Alles schafft ihr easy peasy. Also, ich greife dieses Mal, ich fange so an, dass ihr mein Bein sehen könnt. Hier aufgestellt, Bein ranziehen und go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120
2, 3, 4. Klasse, Leute. 6. Denkt dran, ihr wollt den ganzen Druck aus der Ferse bringen. Ihr wollt die Zehenspitzen quasi anziehen. Ihr holt euch wirklich alles nur aus der Ferse raus und macht dann hier den Po richtig fest, wenn ihr hochkommt. Über die Hälfte ist schon geschafft, Leute. 18, 19, macht die Rippen richtig zu, macht den Bauch fest. 21. Klasse. 2, hinten raus darf ein bisschen brennen, aber euer Po ist der größte Muskel. 6, 7, 28, 29, 30. Ja, so. Einmal auf die Seite rüber. Oberes Bein ist ausgestreckt. Wir arbeiten immer noch hier an diesem linken Bein. Ja, wir schieben uns raus aus der Schulter und go. 30 hier. 1, 2, 3. Gleiches Spiel, Leute. 4. Der Fuß hier ist immer in der Luft, also er hat keinen Kontakt mit dem Boden. Er hat ja berührt mit dieser Zehenspitze hier nie den Boden. Sie ist immer in der Luft mit dem Bein und arbeitet wirklich nur aus der Hüfte hier und schiebt sich daraus hoch, sodass der Popo die ganze Arbeit übernimmt. 17 und ganz runter, ganz hoch. 20. Küsst mit der Hüfte kurz den Boden und drückt euch wieder richtig hoch. Macht hier die Rippen richtig zu, macht den Bauch hier auch richtig fest. Drückt euch nochmal aus der Schulter raus. Ich glaube, wir sind bei 25. 26, 27, 28, 29, 30. Huhu. Klasse. Okay, jetzt einmal auf den Unterarm. Stützt, denkt jetzt dran. Hier, ihr könnt gerne den Rücken ein bisschen rund machen. Die Rippen sind zu, der Bauchnabel zieht zur Wirbelsäule. Wir fangen mit dem linken Bein an. 1, 2, 3. Schaut, dass ihr nicht so aufkippt, ja? Sondern ihr bleibt in der Hüfte parallel Richtung Boden. 7. Super. 8, 9. Ja. Achtet hier 10, drauf. Hier könnt ihr steuern, ob ihr rund seid, und das wollen wir in dem Fall rund. 14, und hier nicht zu weit 15, hoch, einfach nur maximal Power auf 15, die Pobacke. 18, 19, 20. Kommt, Leute, eure letzten 10 auf der Po-Seite. 3. Denkt an eure Bikini-Figur, wenn wieder Sommer ist. 6, 7, machen wir nochmal fest. Ja, alles fest, alles fest, alles fest. 10. Yeah, sau gut. Schon geschafft. Eine Po-Seite fertig. Die schlechte Nachricht, es gibt noch eine andere Probacke. Also, rechte Seite dieses Mal. Ich drehe mich so um, damit ihr es besser sehen. Gegenüberliegende Hand greift zum Knie. Ihr stellt euch hier auf. Achtet mal drauf, je weiter ihr weggeht, desto mehr sprecht ihr die Hamstrings an. Je weiter ihr rangeht, desto mehr geht es in den Oberschenkel. Testet es mal für euch aus, was da die richtige Range für euch ist. Ihr wollt den Hamstring und den Popo kommen. Also, 30. Genug gequatscht. So klaut man sich ein bisschen Zeit, wenn man... Na, der versucht zu schummeln hier. 1, 2... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jawohl, Leute, denkt wieder dran. Eure Ferse macht den Druck. Also da, wo euer einziger Fuß aufliegt, Zehenspitzen zeigen nach oben. Könnt fast auch die Zehenspitzen vom Boden lösen, wenn ihr das hinbekommt. Und schiebt euch nur aus der Ferse hoch. 2, 3, 4, 5. Letzten 5, Leute, kommt. Bauch fest, Po fest, schiebt euch raus. Oh. Yes! Ja. Auch hier wieder, denkt an den Muskel, den ihr trainiert. Ja? Also denkt genau, welchen Muskel ihr ansteuern wollt. Oberes Bein gestreckt, aus der Schulter raus, und zieht den Bauchnabel zur Wirbelsäule, macht die Rippen zu, nicht in Hohlkreuz und go. 30. 1, 2, ganz runter, ganz hoch. 3, 4, 5, 6, 7, 8, super. 9, denkt wieder an den Fuß, der oben in der Luft ist. Er bleibt in der Luft, er berührt nicht den Boden. 15, ganz runter und hoch. 16, 17. Eure Hüfte küsst den Boden. 19, ihr wollt es hier unten merken, gell? Im Po hier. Oh, ich habe vergessen mitzuzählen, aber ich schätze mal, ich glaube, es sind noch so 7 oder 8. Oh. Komm, Fuß hoch, Leute. 3, 9. Yes! Okay. Letzte Übung! Letztes Mal auf die Unterarme, auch hier wieder. Rücken rund, Bauchnabel zur Wirbelsäule, die Rippen sind zu. Rechte Ferse nach oben und go. Euer Becken ist parallel zum Boden. 5. Schaut mal, ihr kippt nicht auf. Nadja ist immer square oben. Kein Aufkippen mit der Hüfte. Der Rücken ist quasi rund und ihr schiebt euch einfach nur aus der. Die Ferse nach oben weg, wie so ein Kick. Gute Nachricht, 18, 19, oh, Leute, eure letzten 10. Letzten 10. Kommt schon, letzten 10. Zieht den Bauchnabel nochmal rein, macht die Rippen zu. Bauchnabel anziehen, runder 4, Rücken, 3, 6,
Yes! Booty Burn! Booty Burn, wir machen jetzt direkt nochmal Cooldown. Wir machen Cooldown mit euch. Sehr gut. Ihr könnt euch einfach ablegen. Auf der Matte hinlegen. So. Ablegen, alles loslassen. Ihr könnt die Beine von euch strecken, die Arme von euch strecken. Tief ein- und ausatmen. Was wir immer am Ende unserer Workouts machen, ist, wir fahren einmal das komplette System nach unten. Das Wichtige ist, Workouts sind Stress. Stress für den Körper, guter Stress für den Körper, damit wir dann wiederum stärker werden. Also da findet eine Adaption statt, das heißt, wir passen uns an den Stress an. Das Wichtige ist aber, dass wir nach dem Stress in die Erholungsphase gehen und dem Körper Zeit geben, sich zu erholen, sich zu regenerieren und aus diesem Stress heraus kraftvoll und gestärkt rauszukommen. Deshalb fahren wir einmal das System runter. Tief einatmen, ausatmen, die Augen könnt ihr zumachen. Spürt ihr, der Puls sich langsam beruhigt, der Herzschlag beruhigt. Spürt ihr, die Atmung sich beruhigt. Versucht länger auszuatmen, als ihr einatmet. Das fährt euch automatisch ein bisschen runter. Baut den Stress ab und hilft euch bei der Regenerationsphase. Jetzt verschränkt die Hände einmal über dem Kopf, macht euch ganz lang, zieht euch hier nochmal richtig lang, 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 lang. Und dann alles loslassen. Ihr könnt die Knie beide mal ranziehen zum Körper, macht euch richtig klein. Schaukelt von rechts nach links, massiert euch lang und ruhig aus. Total gut, wenn man den ganzen Tag sitzt und sich hier mal ganz bewusst den unteren Rücken ausrollt. Dann greift unter die Oberschenkel und rockt so ein paar Mal von oben nach unten über die ganze Wirbelsäule, massiert euch selber die Wirbelsäule. Und dann kommt zum Sitzen. Sebastian und ich machen nochmal einmal tief einatmen und ausatmen. Setzt euch in den Schneidersitz oder wie ihr bequem sitzt. Richtet euch hier nochmal ganz gerade nach oben auf, macht die Augen zu. Tief einatmen, lang ausatmen. Und ein letztes Mal mit der Einatmung, nehmt ihr die Arme über die Seite, nach oben, über den Kopf zusammen. Und mit der Ausatmung. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Super, Leute. Schön, dass ihr dabei wart. Wir freuen uns wirklich total, weil ich glaube, für uns ist es genauso schön, euch Workouts zu geben in der Situation, in der wir alle zu Hause eingesperrt sind. Ja, und wir wissen, wie schwer das für viele von euch ist, die regelmäßig im Moment Sport machen, die ihr Gym vermissen, die es vermissen, draußen im Park Sport zu machen, mit ihrer Gruppe Sport zu machen, wie auch immer. Wir können das komplett nachvollziehen und wir möchten euch so ein bisschen an die Hand nehmen und euch ein bisschen helfen und euch unterstützen in der Zeit, weil ja, wir alle es vermissen können. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr uns gerne ein Selfie von euch schicken bzw. uns taggen, @OpenGymMunich sind wir bei Instagram. Wenn ihr Lust habt, zu uns eure sweaty Selfies zu schicken, genau, damit wir wissen, was ihr das heute noch gemacht habt. Gerne auch Feedback, wie ihr es fandet, anstrengend, nicht anstrengend. Und gerne Workout-Ideen uns schicken, genau. Wir sind jederzeit offen und freuen uns auf Inputs von euch und von der Community. Von daher, habt einen ganz schönen Tag, bleibt gesund und bis bald. Bis bald. Tschüss. Ciao.